wie euch rechte Influencer manipulieren. Hallo die Damen. Ich habe sie jetzt am Anfang direkt als weibliche Persönlichkeiten angesprochen. Ich hoffe, das ist ihnen jetzt nicht zu nahe gekommen. Ja, ein Golland, das finde ich aber sehr frech jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie kannst du denn Frauen als Frauen ansprechen? Wäre es neutral anzusprechen. Ja, sie sind nicht zu nahe genommen, sie haben diskriminiert. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns heute ein Video rein von Alicia Joe. Das Video heißt, wie euch rechte Influencer manipulieren. Ich will dazu gar nicht viel sagen. Ich bin ja gespannt, was hier passiert. Ist, glaube ich, ein relativ mainstreamiger Kanal, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Nichtsdestotrotz hat mich das interessiert und wir gehen da mal rein. Vielleicht bin ich auch Teil von den ein oder anderen Wokies, wurde ich auch schon als rechts bezeichnet. Auch bei unserem Gespräch bei ARD habe ich in der Seite im Chat gelesen, dass einige gesagt haben, wie kann man so einem rechten Plattform geben? Ich persönlich definiere mich als nichts. Ich bin in meiner Mitte drin. Und ich glaube, in der Mitte ist die Wahrheit. Und wir müssen das alles ein bisschen ausbalancieren. Und deswegen würde ich mich keiner Seite zuordnen. Ich habe bei manchen Themen habe ich mehr die Ansicht von Leuten, die auf der rechten Seite oder dem rechten Spektrum zugeordnet werden. Bei manchen Themen habe ich die Ansicht von Leuten, die eher dem linken Spektrum zugeordnet werden. Und das ist auch richtig so. Ich glaube, das ist bei jedem Menschen so. Wir sollten uns nicht radikalisieren oder extremisieren lassen von keiner Seite. Und ja, und rechts ist auch nicht gleich Nazi. Das will ich auch direkt mal dazu sagen. Das wird immer in Deutschland so krass, halt, weil wir halt unsere Vorgeschichte haben. Jemand, der Gedankengut hat, was man eher auch international dem rechten, traditionellen, wie sagt man, wie ist das Gegenteil von liberal, dem konservativen Spektrum zuordnet, ist halt mehr eher rechts und was so mehr liberal und so ist und woke ist mehr links, ist beides eine Ideologie, liebe Freunde, und ja. Ich laber schon wieder zu viel, ich will nicht zu viel labern. Wir gehen erstmal rein ins Video. Ja, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal, ich liebe euch. Peter geht los, Digi. Und los. Vielleicht seid ihr in den letzten Monaten über Videos wie dieses hier gestolpert. Hallo die Damen. Ich habe sie jetzt am Anfang direkt als weibliche Persönlichkeiten angesprochen. Ich hoffe, das ist ihnen jetzt nicht zu nahe gekommen. Ja, ein Golland, das finde ich aber sehr frech jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie kannst du denn Frauen als Frauen ansprechen? Das sollte verboten werden in unserem Land, würde ich sagen. Ab in den Knast mit dir, oder? Wäre es neutral anzusprechen. Ja, sie sind nicht zu nahe genommen, sie haben diskriminiert. So, das ist Diskriminierung, meine lieben Freunde. Was ist schon Rassismus gegen sowas? Das muss bekämpft werden. Ich habe diskriminiert. Ja. Damit ich es fürs nächste Mal besser weiß, sage ich was? Hallo, liebe Menschen. Sag Jungs. Hallo liebe Menschen. Hallo liebe Menschen. Ihnen, euch. Es. Frage stellen. Wunderbar. Ja, genau. Ja. Mensch, so schnell kann man lernen, oder? Na ja. Wer sich im Internet auskennt und Memes sowie Zeitgeschichte verfolgt, weiß, dass... Jungs innen, Digga. Wichtig, Robson. Wichtig. Diese Person, jene ist, die sich damals für das Gendern mit Ns stark gemacht hat. Ein Käufer und sein Einkaufskorb. Ns Käufens und Ns Einkaufskorb. Ich hatte... Wisst ihr Bescheid, Freunde? Ns Käufens und Ns Ein... Bro. Mal kurz die deutsche Sprache vergewaltigt auf entspannt. Damals auch kritisch und zynisch in meinem Gender-Video erwähnt, da ich das Gendern mit Ns, genauso wie das Gendern mit Glottisschlag, für unsinnig und wenig zukunftsfähig. Auch mit innen ist schwachsinnig. Soll ich jetzt bei jedem innen, Jungs innen, Dings hier, willkommen meine GenossInnen. Das hört sich voll, das ist unsexy. Das macht die deutsche Sprache ist eh schon im international gesehen, ne? Viele können ja unsere Sprache nicht verstehen. Ich habe hier viele Leute, die mir auch manchmal zuhören, wenn ich Deutsch rede und so. Für die, das ist so schon schwierig anzuhören für die meisten Internationalen. Wenn wir dann noch anfangen, so komisch rumzugendern, Digga, dann kommt gar keiner mehr klar. Hinzu kommt, dass die Person in diesem Video sagt, die Moderatorin habe sie mit der Ansprache... Die Person in diesem Video, die macht da mit, ne? Hallo, die Damen. Diskriminiert. Ja, sie sind nicht zu nahe genommen, sie haben diskriminiert. Ich habe diskriminiert. Ja. Was bei der freundlichen Nachfrage der Moderatorin doch eine recht harsche Antwort ist. Wenn man dann noch die absurde Eis... Wie
bin hier am Schlürfen, das Diggi. Situation, während man vor... Die sieht doch witzig aus, ne? Oder es, ends. Kamera interviewt wird, mit einbezieht, wirkt die Situation einfach grotesk und fast schon witzig. Ich muss auch zugeben, als ich den Clip das erste Mal auf Instagram Reels gesehen habe, habe ich auch gedacht, ach herrje, ja, die üblichen Verdächtigen mal wieder, was soll das mit dieser ganzen Wokeness noch werden? Auch als mir dieses Video hier das erste Mal vorgeschlagen wurde, musste ich unfreiwillig lachen. Fühlst du dich verantwortlich für das Leiden, was ihr Männer uns Frauen antut? Jungs, fühlt ihr euch verantwortlich dafür, dieses Leiden, was ihr den Frauen auf dieser Welt antut? Seid mal ehrlich jetzt, eins in den Chat. Ich würde sagen, vielleicht finde ich die Szene jetzt gerade nochmal. Wir sollten alle vor unseren Frauen, Müttern niederknien und uns entschuldigen, dass wir Männer sind. Aus Prinzip. Leiden. Ist das eine ernst gemeinte Frage? Hast du nicht das Gefühl, dass wir leiden wegen Männern? Also. Weißt du, was diesen Mädels mal bewusst sein muss? Dass alles, was du gerade hier benutzt, ne, deine Kamera, dein Mikrofon, das wurde alles von Männern erfunden. Die Sicherheit in deinem Land, wo du dich gerade befindest, wird von Männern gewährleistet. Von 90-95% Männern. So. Wenn irgendwas passiert, wenn irgendjemand dich angreift, wünschst du dir einen männlichen Polizist, der dazwischen geht. So. Die Möglichkeit, dass du überhaupt sowas sagst, die ist da, weil du beschützt wirst. Von Männern überwiegend. Also sei mal ein bisschen dankbar. In diesen ganzen Berufen, die dafür sorgen, dass dein tägliches Leben funktioniert, ne? Rohrreiniger, fucking Leute, die für die hochkrabbeln auf den Mästen und irgendwelche Kabel verlegen, damit du Strom zu Hause hast. Die ganze Infrastruktursachen wird dominiert von Männern. Diese Jobs können eigentlich auch nur Männer machen. Deswegen muss man vielleicht auch mal ein bisschen dankbar dafür sein. Das würde ich mir wünschen. Leidest du jetzt wegen Männern? Jede Frau. Jede Flinterperson. Warum sprichst du für alle Frauen? Ich glaube, ich kann eher für alle Frauen sprechen als du. Aber woher willst du wissen, dass ich nicht auch eine Frau bin? So. Der Moderator setzt die Person nämlich mit einem großen Widerspruch, der in Woken-Theorien vorherrscht, praktisch schachmatt. Denn zum einen... Die Leute von der Müllabfuhr oder mal in der Kanalisation arbeiten, ja, Facts. Das wollen die Mädels nicht hören, aber das sind Facts. Heißt es in Woken-Theorien häufig, dass erst... Was zur Hölle ist eine Flinte-Person? Weiß ich auch nicht. Kann mir das einer erklären? Flinter-Person? Geschlechter wie männlich und weiblich lediglich sozial konstruiert sein. Wer sich als Frau identifiziert... Das ist krass, Digga. Die sagen heutzutage, dass Geschlechter ein soziales Konstrukt sind. Frauen sind gar nicht anders als Männer. Wir sind eigentlich gleich. Aber die Männer in diesem bösen Patriarchat haben dafür gesorgt, dass Frauen so wie Frauen sind. Die haben quasi, ja, die Frauen manipuliert in die Richtung, dass sie so sind wie Frauen. Das ist nur ein Konstrukt. Das beruht nicht auf biologischen Gründen. Ist ab. Wisst ihr Bescheid? Diesem Zeitpunkt eine Frau. Gleichzeitig sagt man aber zweitens, dass alle Männer von Natur aus privilegiert sind und in einem patriarchalen System quasi schon als Sexisten auf die Welt kämen. Die kommen schon als Sexisten auf die Welt. Aber Sexismus ist nichts Negatives, meine lieben Freunde, würde ich behaupten so. Sexismus ist ja dafür verantwortlich, dass es zum Beispiel auch Frauensport gibt, so Frauen-NBA, Frauen-WM, Frauenfußball und so, weil es wäre ja unfair, wenn Frauen mit Männern competen müssten, so, weißt du? Sexismus ist die Grundlage dafür, dass wir verschiedene Toiletten haben, was die jetzt auch wieder ändern wollen, aber dass Frauen in eine andere Toilette reingehen als Männer und so, weil wir halt einfach unterschiedlich sind, wegen unserem Sex, wegen unserem Geschlecht ist das so, weißt du? Die ganze Welt ist sexistisch und es ist auch richtig so, weil wir halt einfach nicht gleich sind. Diese zweite These scheint die interviewte Frau kurz vorher klarstellen zu wollen. Hast du nicht das Gefühl, dass wir leiden wegen Männern? Da sich der Moderator nun aber die dazu in Teilen widersprüchliche These 1 zunutze macht und sich spontan als Frau identifiziert, dieses Logikloch der Woken-Theorie krachend auf. Und das ist für Zuschauer zugegeben amüsant. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich hier mal sitze und Humor erkläre. Naja, so auch für mich. Da bin ich ganz ehrlich, ich fand das Video auf den ersten Blick amüsant. Und so kam es, dass ich mir die Accounts der beiden Creator, also ein Gollan
und der Account vom Ketzer der Neuzeit, die übrigens auch sehr oft zusammenstehen bei Videos, mal genauer angeschaut habe. Naja, nach einigen anderen Videos war ich dann doch bitterlich enttäuscht. In einem meiner letzten Videos haben wir uns damit beschäftigt, wie sich manche Medien einer woken Twitter-Ideologie anzubiedern scheinen und damit den Diskurs vergiften. Dieses Video kam bei vielen meiner Zuschauer sehr gut an, hat aber auch viel Unmut produziert. Ah, die hat die Wokies auch schon auseinandergenommen, das könnten wir uns eigentlich auch mal reinziehen, wenn ihr Bock drauf habt. Ich werde das Video nicht weiter gucken, wenn die Scheiße hier losgeht. Wenn wir jetzt darüber reden, ob also dann werde ich mir die Scheiße nicht mehr reinziehen. Das kannst du vergessen. Okay. Oh, warum sagst du so auf Scheiße, mein Jutster? Das ist auch ein Wokie, ne? Ich bekomme seither einige komische Nachrichten aus gewissen Ecken des Internets. Und deshalb habe ich mir überlegt, ja, also jetzt, wo ich es mir... Die Wokies, die immer dafür plädieren, dass man alles akzeptieren soll und liberal sein soll und harmonisch und dies, das, Peace, Love, Harmony und so... Dafür, dass die diese Mentalität haben, sind die immer schon sehr aggressiv, habe ich das Gefühl, ne? Die sind irgendwie so immer leicht getriggert. Eine Seite verscherzt habe, kann ich doch gleich auf der anderen Seite weitermachen. Ich möchte heute mit euch über Anti-Woke-Influencer reden. Und damit das am Anfang ganz klar ist, mit Anti-Woke meine ich nicht Leute wie mich oder viele andere Creator, die zumindest versuchen, Wokeness sachlich auf einer logischen Ebene im Sinne der Aufklärung zu kritisieren. Ich meine einen anderen Teil des Internets, der meiner Auffassung nach Wokeness mit genau den Waffen zu schlagen versucht, die sie selbst nutzen. Die Argumente der Anti-Woken enthalten oft Fehler, Diskussionen werden stark geframed, an anderen Stellen gibt es eine gewaltige Doppelmoral und insgesamt führen diese Thesen einfach nur zu Spaltung. Und das möchte ich euch heute einfach mal anhand einiger Ausschnitte der eben genannten Influencer aufzeigen. Da bin ich jetzt mal gespannt, meine Jutze. Beispielhaft, denn diese beiden Influencer, das muss man als Disclaimer ganz klar davor sagen, sind... Ketzer der Neuzeit, der Jutze. Schaut uns gehen raus an Leo. Einfach nur Beispiele. Es gibt viele andere Creator dieser Art, aber die beiden sind mit ihrem Gesicht zu sehen, sind sehr, sehr erfolgreich in dem, was sie machen und haben sehr, sehr viele Beispiele. Deswegen die beiden heute im Fokus. Kann man aber natürlich auch auf andere Creator anwenden. Kapitel 1. Falsche Fakten und Fehler. Das allererste Thumbnail, welches mir sofort ins Auge sprang, als ich mir damals den Ketzer der Neuzeit genauer anschaute, war dieses hier. Bist du... Jetzt mach den Hitpiece gegen Bro von mir, oder was? ...für die Trans-Agenda im Kindergarten. Und auf dem Thumbnail abgebildet ist eine Drag Queen mit dem Wort Kindergärtner? Fragezeichen. Dem aufmerksamen Zuschauer fällt vielleicht schon ohne das Video geschaut zu haben auf, dass eine Drag Queen tatsächlich keine Transperson ist. Drag ist eine abgewandelte Form der Travestie, also eine Kunstform, in welcher Darsteller bewusst mit humoristischer oder künstlerischer Absicht in die Rolle einer extravaganten Diva schlüpfen. Privat definieren sich Drag Queens. Das wissen die Kinder aber nicht im Kindergarten, würde ich behaupten. Aber sehr häufig trotzdem als Männer. So beispielsweise Deutschlands wohl bekanntester Drag-Künstler Oliver Knöbel, aka Olivia Jones. Transpersonen hingegen sind keine Künstler, sondern meist Privatmenschen, die sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren. Häufig versuchen diese Menschen, in das andere Geschlecht zu transitionieren, um ihren Leidensdruck zu reduzieren. Bekannte Transpersonen sehen dann beispielsweise so aus. Man sieht ihnen häufig eben... What the fuck? Bekannte Trans... Das ist ein Guy, oder was? Personen sehen dann beispielsweise... Und das ist ein Mädchen? Nein. Oder ist das der gleiche? Die gleiche? Das gleiche? Ens gleiche? So. Warte mal, Digga, was? Um ihren Leidensdruck zu reduzieren. Bekannte Transpersonen sehen dann beispielsweise so... Ashley. Bruv, was ist das? Man sieht ihn häufig eben. Ey, ihr müsst vorsichtig sein auf den Straßen heutzutage. Jungs. Mal an, dass sie trans sind.
Oder identifizieren die sich einfach um? Und sie machen auch meist... Okay, hier sieht man es schon, ne? Hier sieht man es. Keine großartigen Anstalten, dies künstlerisch... über die Maßen zu betonen. Hier also trans zu sprechen und eine Drag Queen einzublenden, ist im ersten Schritt faktisch falsch. Hinzu kommt, dass in die... Ja, wow. Ich meine, ich finde es trotzdem nicht okay, dass die Kinder mit sowas konfrontiert werden. Die Kinder sehen einen Mann, der sich als Frau verkleidet hat, so. Die gehen nicht auf Wikipedia und gucken, was trans ist und was Drag Queen ist. Die sehen einfach einen Mann, der Frau ist oder sein möchte. So. Punkt aus Ende, oder? Da braucht man jetzt auch nicht Haarspalterei betreiben. Video: Menschen auf der Straße befragt werden, wen sie lieber als Kindergärtner hätten. Hide the Pain Harold aus dem gleichnamigen Meme oder eben besagte Drag Queen. Dass sowas überhaupt, also dass man jetzt da irgendwie Haarspalterei betreibt und sagt, ja, das ist aber keine Transgender-Frau, sondern das ist eine Drag. Wie gesagt, die Kids, die da vorne sitzen und sich das reinziehen, ne? Die sehen, die wissen das nicht, die kennen die Definition nicht von Wikipedia und diese ganzen Sachen, ne? Und Bro, ich sehe das als, ich sehe das, dieses Bild, was da unten eingeblendet wird, das sehe ich als nicht okay. Ich persönlich in meiner Weltanschauung möchte nicht, dass meine Kinder so jemanden beim Vorlesen zugucken, auch noch mit diesen Hörnern und so, was leicht an Baphomet angelehnt ist und mir leichte Devil-Vibes gibt, so. Möchte ich nicht, dass meine Kids sich das reinziehen. Und dann hat es auch noch eine männliche Stimme. Das verwirrt die Kids. Bro, mein Kind würde Albträume bekommen, wenn der sowas gesehen hätte. Und das möchte ich nicht. Eine solche Umfrage kann man natürlich machen. Sie fußt aber überhaupt nicht auf echten Tatsachen. Bei dieser Drag Queen handelt es sich nicht um eine Kindergärtnerin. Das Foto stammt aus... Es handelt sich aber... Ja. Einer... Ist doch scheißegal, ob der jetzt Kindergärtnerin oder SNs Kindergärtnerin ist oder der wird auf jeden Fall den Kindern präsentiert und hat einen Einfluss auf die Kids. So, das sind ja Facts. Das sieht man ja jetzt hier auf dem Bild. Einmaligen Lesung in der Michelle Obama Neighborhood Bücherei in 2017, 2 Wochen vor Halloween. Dementsprechend trug auch nicht nur die Drag Queen Xoxymochi zu diesem Event eine extravagante Verkleidung. Nein, auch die Kinder waren eingeladen, verkleidet zu kommen. Also, hier geht es nicht um Transgender und hier geht es nicht um Kindergärten. Meinen Sie, das Thema Transgender, LGBTQ, Sexualität, ist das ein Thema direkt für den Kindergarten oder ist das zu früh? Auch das Thema sehe ich hier nicht gegeben. Zwar. Wie oft gab es denn schon so Lesungen? Es gibt sogar Szenen, wo die vor Kindern eine Show machen und dann so Strip-Einlagen machen und so ein Shit. Somit ist das Thema im Kindergarten. Die ist echt, also die, ich glaube, die ist ein bisschen auf Krampf unterwegs, ne? Wurde das Foto teilweise in der Presse, wenn man das überhaupt als Presse bezeichnen kann, so geframed? Bro. In der Villa Wieder an der linken Wienzeile soll am 16. April der Queen's Brunch stattfinden. Eine Drag-Kindershow mit Drag-Performance. Ja, okay, das sind aber keine Trans, die sind jetzt keine Kindergärtner. Und das ist auch, das sind auch keine Transgenders, weil das sind Dings, Drag-Queens. Und die Kinder können das unterscheiden, die Babys. So mit Stories of Love and Adventure, also Männer, die in Frauenkleidern und knappen Dessous herum. Das ist doch mal kinderfreundlich, Freunde, oder? Die Show ist laut Veranstaltern für 12-jährige Kinder und jüngere Kinder. Das Mindestalter zur Teilnahme sei 5 Jahre. Politisch gibt es Gegenwind von der ÖVP und der FPÖ. Auch Eltern laufen gegen die Veranstaltung Sturm. Alles extreme Rechte. So. Also, mal gucken, was sie jetzt hier sagen wird. Tatsächlich handelt es sich aber auch hierbei um Fake News. Drag Queen liest Kindern ein sexuell explizites Buch vor, ist faktisch falsch. Der Ketzer der Neuzeit hat gefragt, ob dieses Thema überhaupt in den Kindergarten soll. Und das Thema kommt in den Kindergarten, sobald sich ein Mann hinsetzt, als Frau verkleidet, mit Hörnern wie ein Teufel quasi, und dann den Kids was vorliest, dann ist das Thema der vorhanden. Das Buch, was hier gezeigt wird, jetzt geht die auf das Buch ein, ist in keinster Weise sexuell explizit, nicht mal im Ansatz. Also auf den gezeigten Seiten steht wortwörtlich, die geht jetzt auf das Buch ein, anstatt dass die mal darüber irgendwas sagt. Es ist okay, einen Wurm als Haustier zu haben. Und
Es ist okay, stolz auf dich selbst zu sein. Ich habe das Buch mal recherchiert und was soll ich sagen? Es ist einfach ein Buch, das Kindern aufzeigen soll, dass es okay ist, anders zu sein. Und oder verstehe ich hier gerade irgendwas falsch, Chat? Sag mir mal bitte kurz. Verstehe ich gerade was falsch? Nicht mal in irgendeiner Weise sexuell anders zu sein. Nein, nein. Hier wird gezeigt, dass es zum Beispiel... Ich bleib dann einfach daheim bei meinen Kindern. Das will ich nicht für meine Kinder. Deus sagt, in Amerika ist das teilweise so schlimm. Oh mein Gott, ja, ist crazy. Aber in Amerika ist auch keine Schulpflicht. Da kannst du dein Kind auch zu Hause unterrichten. Und in Amerika gibt es halt auch verschiedene Bundesstaaten und so. Und da gibt es sehr viele konservative Bundesstaaten, wo sowas nicht zugelassen wird. So, wenn das in Deutschland einmal kommt im Extrem, dann ist das Pflicht, seine Kids dahin zu schicken. Okay ist, im Rollstuhl zu sitzen. Oder dass es okay ist, große Ohren zu haben. Ich glaube, ich habe in den letzten 5 Jahren nichts gesehen, was unproblematischer ist als das. Wir sehen also kleine Fehler und die... Unproblematischer als das. Das ist halt krass. Guck mal, die geht gar nicht drauf ein, wer das vorliest und was da so, was die anhat und was die repräsentiert quasi oder er oder keine Ahnung. Und geht nur noch auf das Buch ein und sagt, ja, das ist aber unproblematisch. Das ist doch, da hat die doch ganz klar abgelenkt, oder? Vom eigentlichen Thema, oder nicht? Oder bin ich dumm jetzt? Unproblematischer ist als das. Wir sehen also kleine Fehler und die Suggestion durch Wörter wie Trans und Kindergärtner zeichnen die Idee von einem Problem, welches zum... Die redet auch ein bisschen so, als ob wir alle Kinder sind, ne? Ein bisschen so, als ob die gerade selber vor dem Kindergarten vorliest. ...in diesem Video überhaupt keine faktische Grundlage hat. Noch weniger faktisch fundiert wird es in dem Video »Wie Musik unsere Kinder ruiniert« von Ein Gollan. Hier geht es um die Musikindustrie und wie sie unsere Kinder negativ... Da bin ich jetzt mal gespannt. ...einflusst. Und schon mal an der Stelle ein kleiner Einschub von mir, weil sich das durch dieses gesamte Video ziehen wird. Natürlich kann man grundsätzlich darüber diskutieren, welchen Einfluss es zum Beispiel auf Jugendliche hat, wenn in Musikvideos dauernd mit viel Geld, mit schön freizügigen Frauen und mit Drogen geprahlt wird. Da bin ich die Erste, die da sehr fleißig Kritik üben würde. Schwierig wird es, wenn in ein... Schwierig wird es? So. Eigentlich berechtigte Debatte, irrationale und absurd emotionale Theorien mit eingewebt werden, für die es keine faktische Grundlage gibt. So geht es im besagten Video auf einmal um den Symbolismus der Freimaurer. Ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage, aber wenn wir uns genauer mit dem Symbolismus beschäftigen, dann haben wir Symboliken, die zum Beispiel auch von Freimaurern verwendet werden, die esoterisch. Digga, in dem Moment erwische ich mich gerade dabei, wie ich hier gerade merke, wie ich hier gerade... Oh shit. ...Bedeutung der Symboliken, die gezielt von eingeweihten Menschen, die darüber Bescheid wissen, was diese Symboliken bedeuten und auch für Auswirkungen haben können, das sind Menschen, die diese Symboliken gezielt einsetzen. Quelle, vertrau mir, Bruder. Oh, die ist mir ein bisschen zu krass aufgesetzt irgendwie gefühlt, ne? Also, es werden zwar... Quellen angegeben, aber keine, die auch nur in irgendeiner Form ganz genau das belegen, was im weiteren Video von sich gegeben wird. Es gibt Symboliken, die jeder von euch da draußen schon mal gesehen hat und jeder kennt, zum Beispiel die Pyramide oder das allsehende Auge. Ich höre schon die Menschen, die jetzt sagen... Also ganz verkehrt liegt sie damit nicht, ne, die süße Eingollern. ...würden, hä, aber vielleicht ist das Zufall und jetzt ist es irgendwie cool, ein Peace-Zeichen zu zeigen oder so und so eine Geste zu machen. Und ja, vielleicht kommen Videos mit halbnackten Frauen auch einfach besser an. Da möchte ich ganz klar sagen, klar, auch auf jedem Werbeplakat kommen halbnackte Frauen besser an. Finde ich aber immer noch besser. Ketzer der Neuzeit hat das kommentiert unter ihrem Video. Geil, das lesen wir. Oh shit, Digga, krass. Oha, Digga, das ziehen wir uns gleich rein. Ich küsse dein Herz, geil. Halbnackte Trans, falsches Thema. Es kann aber kein Zufall sein, dass jeder Künstler, jeder Musiker aus Deutschland, Amerika die gleiche Symbolik verwendet und das in jedem Video. Stars wie Madonna, Eminem, Bob Dylan, David Bowie, all diese Stars und die haben da alle mitgemacht. Wait a minute!
Also als eine Person, die gefühlt die komplette Diskografie von Eminem auswendig kennt, kann ich mit Fug und Recht behaupten, what the fuck? Ich hab ein bisschen cringe Gänsehaut. Leicht, so geht's, so ein klein, leichter Schauer durch meinen Körper gerade. Ich mag das nicht, wenn das zu krass, so dieses Aufgesetzte und... Weißt du? Nein, also um mal nur ein paar Beispiele zu nennen. Weder in diesem Video, noch in diesem, 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 kommt derart Symbolik oder Nacktheit vor. Aber wahrscheinlich bin ich selber schon gebrainwashed von den Mainstream-Medien und der Musikindustrie. Und jetzt kommen vermutlich wieder die Leute, die auch... Ich halte mich gerade extrem zurück, ne? ...dem Böhmermann-Video kommentiert haben. Ja, ist doch völlig normal. Also auch der Eminem hat vom Rain Man mal hier und da gerappt und so, ne? Also ich will ja gar nichts, auch, du weißt auch, mit Jay-Z und so. Also wird jetzt 2024 wird noch die ein oder andere Geschichte aus Hollywood und aus der Rap-Industrie in Amerika wird auf jeden Fall rauskommen, ne? So, mit P. Diddy fängt's an. Ich habe das Gefühl, dass Jay-Z der Nächste ist. Leute mal Fehler machen oder sich mal im Ton vergreifen. Du suchst dir ja auch wirklich völlig gezielt einfach nur... Aber da hat die ja auch keine Ahnung. Nur weil die jetzt ihr Leben lang Eminem sich reingezogen hat aus Deutschland aus, so, ne, hat die noch lange keine Ahnung, was so in Hollywood hinter den Kulissen abgeht. Und dass da was abgeht, das ist mittlerweile nicht mehr... Ja, es ist nicht mehr zu verleugnen. So, es werden immer mehr Geschichten ans Licht kommen und ja, es wird eindeutiger werden. Und ja, wenn du dich da ein bisschen mit beschäftigst oder auch internationale Leute kennst, die so ein bisschen mal in Amerika unterwegs waren und in L.A. und so, und ich habe da direkt eine Freundin, die quasi auch schon mal auf solchen Partys unterwegs waren und so, da passiert auf jeden Fall einiges, von dem du als Eminem-Konsumentin nichts weißt, wenn du dich nicht informierst oder da selbst mal hinsteppst. Konkrete Beispiele raus, die es da gibt und hackst dann da drauf rum. Leute, in meinen Videos seht ihr vereinzelte Beispiele, damit ich meine Videos nicht auf Spielfilmlänge ziehen muss. Warum betont die alles so komisch, ja? Sorry, ich will jetzt kein persönlicher Angriff, ist das ihre Art und Weise zu reden, aber es ist schon, Aber wenn ich solche Beispiele bringe, dann sind das eigentlich... Wirkt irgendwie sehr krass aufgesetzt, habe ich das Gefühl. ...nie Einzelfälle. Und bei den beiden YouTubern, die wir heute thematisieren, ist das ebenfalls der Fall. Ich kann fast blind auf ein Video klicken und permanent finde ich kleine Fehler oder Fakten, die nirgendwo begründen... Regenbogen als Finger, als Nagellack, wa? Regenbogenfarben oder sehe ich das falsch? ...kleine Fehler... Oder Fakten, aha, die nirgendwo begründet werden. Und komischerweise sind diese Unsauberheiten in diesen Videos immer nur zugunsten des eigenen Narrativs. Hier im Video, ich bin rechts, zitiert ein Gollan einen Artikel über sie und Influencer-Kollegen, in welchem Folgendes steht. Es geht direkt volle Kanone los mit einem Zitat. Wir werden so degeneriert und abgefuckt über die Ideologie, die uns gebrainwashed wird. In Klammern steht cis, also dass es eine männliche Person gesagt hat, finde ich jetzt unnötig, das da reinzuschreiben. Da steht sitsch, oder? Sitsch. Damit wird ja auch ein Zitat verfälscht, weil er hat ja nicht gesagt, reingebrainwashed in Klammern cis wird. Er hat das nicht gesagt, also sollte man es vielleicht entweder hintersetzen oder man lässt es einfach, ja? Wir lassen es einfach. Fühl ich? Ja. Nee, das SICK steht nicht dafür, dass die Person cis ist und das Magazin ihr dieses Label aufdrücken wollte. SICK steht beim Zitieren dafür, dass die zitierte Person ein Wort benutzt hat, welches es in der deutschen Sprache nicht gibt, nämlich reingebrainwashed. Das ist grammatisch falsch, also SICK. Und... Das ist jetzt doppelt peinlich. Oh, dieses von oben herabmäßige, das ist, ist echt so, wie als ob die jetzt mit Kindern gerade redet. Das heißt, dass der Norman reingebrainwashed wurde. Deswegen sick.
da jetzt dem Magazin einen Strick draus drehen will, wenn man sich selber häufiger über den Verfall der deutschen Sprache beschwert. Wenn ich dann Stanislavski, Faust oder irgendwas lese, dann lese ich das und ich sehe die Bilder und ich denke mir, Hammer, wie die Menschen damals schreiben konnten. Das würden wir alle hier nicht mehr hinkriegen. Und es ist so eine Farbe und es ist so schön. Und dann laufe ich durch Berlin und sehe dann an jedem zweiten Haus einen Regenbogen fahren und irgendwelche gegenderten Werbeplakate und denke mir, gut, wo sind wir jetzt gelandet? Haben Sie ja auch eben gesagt, dass Sie schon mal Erfahrungen mit der Cancelung auf... Hat die doch recht, oder nicht? Da haben wir schon wieder die Anglizismen, auch nochmal ein ganz anderes Thema. Congratulations, you played yourself. Du auch, Bro. Da würde ich jetzt eigentlich schon vorweggreifen zum Kapitel Doppelmoral. Also noch ein anderes Beispiel. Ich bin ja auch ein Freund von Veganismus, daher hat mich spontan auch dieses... Auf was wollt ihr denn jetzt gerade da aufmerksam machen, habe ich nicht verstanden. Nelly angesprochen. Ich finde, ein Golan hat eben krass recht gehabt. So. Wenn wir gucken, wie die deutsche... Wie die deutsche Kultur sich quasi verändert hat in den letzten 100 Jahren, da sieht man auf jeden Fall schon, also früher waren wir mal Dichter und Denker, ne? So. Da sehe ich heutzutage nicht mehr viel von. Hat die doch recht, oder nicht? Im Video geht es um karnivore Ernährung und auch hier sehen wir mal wieder ein schönes Beispiel für dahingestellte Tatsachen, die kaum begründet werden. Da ich dann zum Ende nach 4,5 Jahren vegan richtig massive Milchprodukt-Cravings hatte und Fisch-Cravings, habe ich mir dann beim Bauern rohe Eier gekauft und die dann tatsächlich auch roh getrunken und ich hatte direkt innerhalb von wenigen Sekunden so ein gutes Körpergefühl. Jetzt übertreibst du gerade ein bisschen, Bro. Habe ich rohe Eier gedrückt, dann hatte ich so ein krasses Körpergefühl, Digi. Brutal. Ja, da gibt es auch viele Themen, wo wir uns auf jeden Fall widersprechen auch, ne? Deswegen würde ich auch gerne mal wieder einen Talk machen mit Leo und gerne auch über diese Sachen reden. Der hatte eigentlich zugesagt, aber dann nicht mehr zurückgeschrieben gehabt, leider. Aber ja, beim Thema Veganismus habe ich zum Beispiel auch eine andere Meinung. Eier! Dass es für mich Beweis genug war, wie gesund einfach tierische Lebensmittel sind, wenn sie... guten Haltung kommen. Sag ja Eier, wir brauchen Eier. Ja, das... Bester Mann, Digga, Olli. Wir brauchen Eier, Digi. Das ist anekdotische Evidenz. Also wenn ich mir ein Kilo Zucker mit Koffein reinkippe, dann geht's mir danach auch blendend. Oder auch nach einer Ecstasy-Pille oder ein bisschen Kokain mal auf der Seite. So, da geht's mir erstmal auch gut, aber langfristig mache ich mich damit kaputt. Deswegen... Da bin ich schon, siehst du, da haben wir einen Punkt, da haben wir eine Gemeinsamkeit gefunden, Alicia. Love. Bedeutet aber gesundheitlich überhaupt nichts. Und auch solche Sätze hier. 10 Tage lang nur Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte und Honig. Und ja, wenn nicht roh, dann... Boah, da würde ich sterben, Digga, sag ich dir ehrlich. Ganze mit Butter statt mit Gift, aka pflanzlichen Ölen gebraten. Werden einfach in den Raum gestellt, ohne Studienlage. Ohne Erklärung. Also nochmal, wir können... Gift, aka pflanzliche Öle, der war schon hart. ...sehr gerne kritisch darüber diskutieren, wie gesund oder ungesund der Verzicht auf tierische Produkte ist. Auch hier bin ich die Erste, die das kritisch hinterfragen würde. Aber dann doch bitte mit... Krass, die macht so viele Pausen, dass sich mit 1,25 Geschwindigkeit normal anhört. ...wenig mehr Grundlage als... Warum sterben? Weil ich schon so lange kein Fleisch und keine tierischen Produkte mehr konsumiert habe. Ich habe einmal aus Versehen irgendwas, wo Milch drin konsumiert und ich lag erstmal flach. So, weißt du? Deswegen, wenn ich jetzt einfach nur tierische Produkte konsumieren würde, dann würde mein Körper richtig krass durchdrehen, glaube ich. Persönlichen Wohlbefinden. Und um jetzt noch ein letztes, komplett spontanes Beispiel zu zeigen, was ich eben gerade erst hier beim Durchklicken gefunden habe. In diesem Video wird ein RTL-Format als Beispiel für sexuelle Verrohung eingeblendet und danach wird dieser Satz gedroppt. Wir leben in einer Zeit, in der wir selbst mittags am helllichten Tag nicht mal mehr den Fernseher für unsere Kinder anmachen können, denn dort könnten sie auch nackte Brüste oder andere Körperteile sehen. Also Bock auf mehr mit ihm habe ich jetzt nicht. Ich habe ihn ja jetzt einmal gehabt, fand's ganz nett so. Da kannst du eigentlich den... Das ist schon eine verkehrte Message, so würde ich ihr zustimmen. Da aus dem Fenster schmeißen. Ich meine, wir zahlen immer noch alle die GEZ-Gebühren und bezahlen dann den ganzen Spaß da auch noch. Ja, also wäre mir neu, dass Temptation Island und Co. jetzt auf den Öffentlich-Rechtlichen laufen? Ich glaube, da wäre mein Opa vor Schreck schon aus dem Fernsehsessel gekippt. Also die sexuelle Verrohung von Privatsendern wäre ja fast sogar schon ein Argument für die Öffentlich-Rechtlichen. Aber lassen wir das. Im gleichen Video wird... auch dieses Buch hier eingeblendet. Papi, hast du ein Baby im Bauch?
Schwieriges Buch, ganz schwieriges Buch. Und dazu dann das gesagt. Zum Glück kommen aber auch ganz wunderbare Kinderbücher auf den Markt, wie zum Beispiel Papi, hast du ein Baby im Bauch? Papi kann kein Baby im Bauch haben. Facts. Papi nicht schwanger werden kann. Facts. Guck ich das Kind und nicht Papi. Papi hat kein Baby im Bauch. Nein, wenn man mal Facts. Die Sekunden recherchiert hätte, wüsste man, dass es in diesem Buch genau darum geht. Nämlich, dass Papi kein Baby im Bauch haben kann. Papis Bauch ist etwas dicker, weil er vielleicht gerne isst und das Kind wurde durch eine Leihmutter gezeugt. Aber diese Recherche hätte... Das Kind wurde durch eine... Wie jetzt, Digga? Warum macht man denn so einen Titel und so ein Bild dann vorne auf Da wird doch ganz klar damit gespielt hier. Nicht ins Framing gepasst. Kapitel 2. Framing. Framing passiert ja meist noch ein wenig unterbewusster als das, was ich euch eben in den Beispielen gezeigt habe. Papi hat gar kein Kind im Bauch, oder was? Habe. Beim Framing gibt es keine grundsätzlich falschen Fakten, die genannt werden. Vielmehr wird versucht, dass man den Zuschauer durch... Papi trinkt gerne Bier, sagst du? Zum Beispiel emotional. Wortwahl, das Weglassen von Informationen... Leihmütter, Omega-Lull. Starke Bilder oder Übertreibungen zu einer Sache überzeugt. Um euch Framing besser aufzuzeigen, gehen wir mal zwei Einleitungen von Videos vom Ketzer der Neuzeit konkret durch. Ich stoppe dann immer und schalte mich ein, denn es sind häufig nur kleine Nebensätze, die man beim beiläufigen Gucken einfach überhören würde. Video 1, in dem ich die Einleitung bemerkenswert fand, ist das Video Ich konfrontiere die größte LGBTQ-Party der Welt. Und das Ganze geht so los. Willkommen zu meinem wohl verstörendsten Drehtag seit Anbeginn meiner Arbeit. Das würde ich als Priming bezeichnen. Der Zuschauer wird schon mal darauf vorbereitet, dass das Kommende jetzt extrem krass sein wird. Vielleicht sagt er auch einfach nur die Wahrheit, dass es für ihn ein verstörender Drehtag war, weil irgendwelche Jungs vor ihm rumgetwerkt haben und ihm nackte Penisse gezeigt haben. So. Kann man doch einfach auch mal so sagen, wie es ist, ne? YouTuber ist hier schon so betont. Wenn also dann gleich die ersten Interview-Ausschnitte kommen, könnte man als Zuschauer schon dazu geneigt sein, den Interviewten besonders skeptisch gegen... Oh, ja, genau. Da. Willkommen zu meinem wohl verstörendsten Drehtag seit Anbeginn meiner Arbeit als Typ auf YouTube, der eine Meinung vertritt, die vor 30 Jahren noch als gesellschaftlicher Konsens galt. Das würde ich als klassisches Framing bezeichnen und es ist natürlich total generalisiert. Was genau meint er damit? Ich denke, er bleibt... Der hat recht, da gab es noch klassische Rollenbilder. So, da haben noch keine JungsInnen vor Kindern im Kindergarten gestrippt und so. Da war noch alles ein bisschen normaler, weißt du, wie ich meine? So richtig so. Bewusst vage, damit jeder Zuschauer genau das an dieser Stelle reininterpretieren kann, was ihm persönlich passt. Wenn ich jetzt zum Beispiel an das Gendern mit Glottisschlag denke, ja, dann könnte ich auch sagen, da habe ich vielleicht eher die Meinung, die vor 30 Jahren Konsens war, nämlich, dass man so nicht gendern muss. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel an die Akzeptanz von homosexuellen Paaren in der Gesellschaft denke, dann habe ich, glaube ich, nicht die Meinung, die vor 30 Jahren Konsens war. Darüber hinaus muss man sagen, dass der Bezug auf die Vergangenheit eines der... Vor 30 Jahren gab es auch nur noch zwei Geschlechter, Digga. Krass, ne? Wie sich die Welt verändert. Bullshittigsten Argumente im Bullshit-Bingo der logischen Fehlschlüsse ist. Das Traditionsargument ist zwar einfach, bringt aber niemanden in einer Debatte weiter. Also es ist dieses typische, ja, also vor so und so vielen Jahren hat man es ja auch nicht gemacht, wieso muss man es jetzt machen? Wir machen das so und so, weil haben wir schon immer so gemacht. Wenn wir uns allein auf dieses Argument als Menschheit immer berufen hätten, dann würden wir wahrscheinlich heute noch mit Speeren jagen und in Höhlen leben. Weil haben wir beste Leben so gemacht. So, dann geht's ins Video. Hier werden dann Leute interviewt. Über die Interviewtechniken könnte man eigentlich quasi nochmal ein komplettes gesondertes Video machen. Hierzu mindestens drei. Krass. Einer sagt 300.000. Weise ich gern auf eine Analyse von meinem YouTube-Kollegen Biased Skeptic. Er spricht gegen Ende viel über zum Beispiel Suggestivfragen, aber auch logische Fehlschlüsse, die in diesen Straßeninterviews zu finden sind. Kommen wir zum Intro und somit auch Video 2. 400.000. 72. Mit dem Titel Sollte ab... Ist ein Spektrum. Ja. Ist fließend, ne? Nach dem fließt, oder wie sagen die? Sagen doch immer, das fließt. Legal sein. Another more accurate terminology for a fetus is a parasite. Ja, starke Bilder. Mehrere Dinge habe ich hierzu zu sagen. Es geht im gesamten Video auch um die klassische Abtreibungsdebatte. Also der Titel ist hier natürlich so ein bisschen edgy, aber es wird eben auch generell über Abtreibung gesprochen. Daher muss ich zum Intro sagen. Erstens, ein Fötus ist kein Baby. Dass man das hier gegenüberschneidet mit emotionaler Musik, ist quasi framing. Was ist denn ein Fötus? Wieso entscheidest du denn jetzt, wann etwas ein Baby ist? Also bei der Erfahrung, die ich gemacht habe, habe ich in dem Moment, wo ich wusste, dass die Frau von mir schwanger ist, quasi gefühlt, dass es ein Kind gibt. So.
Hab den auch im Traum gesehen und so. Willst du mir das jetzt absprechen quasi oder was? Nee, ist nur eine Ansammlung von Zellen. Und ab wann kommt denn die Seele da rein? I don't know. Was ist ein God's Plan? Ach, Lehrbuch. Zweitens, der Typ in dem eingeblendeten TikTok sagt, ein Fötus sei ein Parasit. Was natürlich auch, wie soll ich sagen, ein massiv verdrehtes Argument von der Gegenseite ist. Aber gewisserweise wird es hier vom Ketzer der Neuzeit schon in den ersten Sekunden als potenzielles Gegenargument und ich würde fast sagen als Strohmann etabliert. Was meine ich damit? Also ich denke, ein riesiger, großer Teil der Pro-Choice-Anhänger, also Menschen, die sagen, Abtreibung sei den Personen, die betroffen sind, freigestellt, würde das vermutlich niemals so formulieren wie dieser Typ in diesem TikTok. Habe ich schon mal irgendwo gehört. Aussagen von komplett abgereisten Leuten ins Intro zu schneiden, framet den Zuschauer aber schon mal in Richtung, oh, guckt mal, das sind die Argumente der Gegenseite. Schau mal, wie plemplem die sind. Okay, weiter. Point is that a person cannot use another person's body without their permission. A person cannot use a person's body without their permission. Bruv, du hast ungeschützten Sex mit einem Mann gehabt. So, du bist schwanger geworden. Wer hat dich jetzt gezwungen dazu? Wer hat dich dazu gezwungen, ihn ohne Kondom in dich reinzulassen? Wer? Niemand. Keiner kann dich dazu zwingen. Und wenn es um Zwang geht, dann ist es Vergewaltigung. Und bei Vergewaltigung sage ich ganz klar, dass in diesen Fällen auf jeden Fall, dass man da quatschen muss. Weißt du? Ich bin generell gegen Abtreibung. Aber bei solchen Sachen bin ich natürlich, weißt du, da bin ich dann auch, da denke ich, oh, okay, krass, kann ich nachvollziehen, weißt du? Aber nur, weil du mal Spaß haben wolltest und keinen Bock auf Kondom hattest und dann schwanger geworden bist und dann abzutreiben, ist für mich, das ist für mich moralisch, ethisch nicht vertretbar, weißt du? Ich sag echt, da muss man sich an die eigene Nase fassen und sagen, ey, wir haben das gemacht, wir müssen jetzt mit den Konsequenzen klarkommen und so. Das ist meine persönliche Meinung, weißt du? Soll jeder denken und so, also soll jeder von euch denken, wie er möchte. Was aber auch festgestellt wurde, ist, dass diese Abtreibungen von Vergewaltigungen etc., dass das 0,00% irgendwas sind, weißt du? Der größte Teil, warum Menschen abtreiben oder Frauen abtreiben, ist wegen Geld. Finanzielle Geschichten. So. Und das ist für mich kein Grund. Wenn du so eingestellt bist, dann nimm die Pille, die es heutzutage gibt, von der ich auch kein Fan bin, oder verhüte halt einfach beim Sex. Ja. Jetzt werden hier ältere tanzende Kinder mit sentimentaler Musik gezeigt. Ist halt hochgradig emotional. Emotionalität ist aber bei einer Debatte um Abtreibung, wo wir teilweise über biologische Prozesse in Zellen diskutieren, nicht... Biologische Prozesse in Zellen? Also willst du da die Emotionen komplett rausnehmen oder was, Digga? Das ist halt so krass. Das finde ich halt so krass. Nee, das ist jetzt ein biologischer Prozess und du darfst jetzt keine Gefühle dabei haben, so. Das hat mein Leben gefickt. Ich war ein Jahr depressiv, weil eine Frau mein Kind abgetrieben hat. So. Natürlich sind da Emotionen mit involviert. Das kannst du auch nicht rausdividieren. Nee, ist ein biologischer Prozess. Immer angebracht. Man kann sich natürlich entscheiden, diese emotionale Komponente auch mit in die Debatte reinzunehmen. Wenn man das aber tut... Digga, das ist... Wie jetzt, Digga? Man kann sich entscheiden, diese emotionale Debatte... Es geht doch um Menschenleben. Sollte man die Emotionen vielleicht auch auf beiden Seiten berücksichtigen. Sprich, man hätte hier zum Beispiel im Intro auch einen Abschiedsbrief. Die Emotionen auf beiden Seiten berücksichtigen. Ich sag dir ehrlich, ich konnte nicht mitentscheiden. Also meine Entscheidung hat eigentlich gar keinen Wert bei so einer Entscheidung. Nicht wirklich. Außer es ist eine gute Frau, dann hört die dich natürlich auch an. Aber am Ende ist es nur ihre Entscheidung. Einer Mutter vorlesen können, die sich suizidiert hat, weil sie schwanger von einem Vergewaltiger war und nicht abtreiben durfte. Siehst du, war mir klar, dass die das Argument bringt von 0, bla 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 Prozent Abtreibungen. Damit kannst du nicht Abtreibung argumentieren. Das geht nicht. Einfach mal ganz drastisch als Gegenbeispiel zu zeigen, damit ihr versteht, wie ich das meine. Also, wenn man nur auf einer Seite so super emotional wird, würde ich das auch als Framing bezeichnen. A fetus is literally a parasite. Like, it is sucking the life from a mother. Yeah. Every single day. Gleiches Prinzip wie am Anfang. Da müssen wir. Aber da hat die doch eben gesagt, dass es ein Parasit ist. Das ist doch deren Argumente. Du hast gesagt, dass die nehmen das nicht als Argument. Nochmal drauf eingehen. Aber dann geht es ins Video mit einer absolut absurden These. In dieser Folge. Zwei australische Ethiker fordern in einem Aufsatz auch die Tötung von Neugeborenen zu erlauben. Provozieren damit heftige Reaktionen. Also hier wird ein super überzeichnetes Ereignis als Einstieg genutzt, à la, schau mal, also so weit könnte es kommen, wenn man Abtreibung legalisiert. Das ist jetzt meine persönliche... Einer sagt, okay, aber das Kind entwickelt sich ja im Körper der Frau. Was willst du damit entscheiden?
Ey, ich hab gesagt, es wäre nicht verkehrt, meiner Meinung nach, wenn der Mann auch was wenigstens mitzureden hat, so weißt du. Ich sag nicht, dass er die Entscheidung treffen soll. Aber ich hab halt die persönliche Erfahrung selbst gemacht und ja, es ist am Ende packe ich mir, nehme ich die Verantwortung und sag, Bro, du hast einfach einen Fehler gemacht, dass du unverhüteten Sex mit einer Frau hattest, die potenziell abtreiben würde, weißt du? Mein Fehler. Werfe ich ihr nichts vor, so. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ja, am Ende will ich ja auch ein Elternteil sein und mich kümmern, so, weißt du? Deswegen wäre es nicht verkehrt, wenn ich auch ein bisschen was mitzureden habe, so. Aber ja, das Kind wächst in ihrem Körper an und sie hat die endgültige Entscheidung. Ist halt so. Muss man akzeptieren, wie es ist. Im späteren Verlauf des Videos wird diese Aussage auch noch von dem YouTuber süffisant mit den Worten My body, my choice kommentiert. Fordern in einem Aufsatz auch die Tötung von Neugeborenen zu erlauben. Provozieren damit heftige Reaktionen. Die Tötung von Neugeborenen. Denn My body, my choice. Was ja eigentlich ein Slogan aus der Pro-Choice-Bewegung ist. Das hat aber überhaupt nichts mit dem zitierten Aufsatz zu tun. Und ich will und muss da jetzt nochmal ein Deep Dive machen, weil das auch ganz schön aufzeigt, wie eng Framing mit dem Weglassen von Informationen zusammenhängt. Und wie eng es somit auch mit Kapitel 1 verknüpft ist. In dem genannten Aufsatz, der übrigens von 2013 ist, also mittlerweile über 11 Jahre alt und auch damals schon heftig kritisiert wurde in der breiten Masse, geht es darum, ab wann ein Fötus oder Baby eigentlich eine Person ist und so ein wenig um die Frage, Moment mal, wenn wir Kinder bis kurz vor der Geburt abtreiben können, warum dann nicht nach der Geburt? Besonderes Augenmerk wird in dem Wild, dass überhaupt jemand auf so eine Idee kommt, finde ich. Auf Kinder mit starken Behinderungen gelegt. Denn, das muss man dazu wissen, in einigen Ländern darf man Föten mit starken Behinderungen, also zum Beispiel jene, die nach der Geburt eh nur noch ein paar Wochen überleben würden, bis kurz vor der Geburt abtreiben. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, wir sollten als Menschen da nicht eingreifen. Nur weil wir mittlerweile medizintechnisch so weit sind, dass wir sowas machen können, glaube ich nicht, dass wir in so einen Prozess überhaupt eingreifen sollten. Ich glaube, Gott macht alles aus einem bestimmten Grund, weißt du? Und wie willst du hundertprozentig sicher sein, dass das Kind wirklich stirbt 3 Wochen nach der Geburt? Du weißt nie, Wunder sind immer möglich. Und wenn Gott möchte, dass das Kind lebt, dann wird das Kind leben. Wenn Gott möchte, dass das Kind stirbt, dann wird das Kind sterben. Wir müssen da nicht Einfluss drauf nehmen. Auch in Deutschland gibt es zum Beispiel Sonderregelungen, was den Abtreibungszeitraum betrifft. Sofern ein Kind eine größere mentale Belastung für die Mutter, nämlich zum Beispiel durch eine starke Behinderung, darstellt. Die Ethiker stellen also hier auch mal die hypothetische Frage in den Raum, Moment mal, was ist denn, wenn diese starke Behinderung erst bei der Geburt auftritt, zum Beispiel durch Sauerstoffmangel. Oder wenn diese starke Behinderung erst nach der Geburt festgestellt wird. Was ist da der Unterschied zu ganz kurz vorher und ganz, ganz kurz nachher? Man könnte gerade die ersten Sätze dieses Aufsatzes wohlwollend sogar als abtreibungskritisch bezeichnen, wenn man es nämlich unter der Prämisse betrachtet, warum unterscheiden wir eigentlich bei Abtreibung zwischen gesunden und... Einer sagt, ein Drittel der deutschen Hartz-IV-Empfänger sind alleinerziehende Frauen. Nicht nachvollziehbar, wenn eine Frau nicht da landen will. Wie jetzt, Digga? Hat man die Wahl, ob man Sex, unverhüteten Sex hat oder nicht? Hat man die Wahl, Sascha? Hat eine Frau die Wahl, zu sagen, ich habe keinen unverhüteten Sex oder ich nehme die Antibabypille zum Beispiel, weil ich keine Kinder kriegen möchte, weil ich jetzt gerade mich auf meine Karriere konzentrieren möchte zum Beispiel? Hat diese Frau die Wahl, ja oder nein? Und hat diese Frau auch eventuell die Wahl, sich einen Mann zu suchen, der sich auch vernünftig um die Familie kümmern kann langfristig? Also hat sie die Wahl, mit welchem Mann sie Sex hat und ob sie unverhüteten Sex mit diesem Mann hat? Ja oder nein? Oder behinderten Kindern? Und warum ziehen wir als Begründung für eine spätere Abtreibung die mentale Belastung der Mutter heran? Ich würde, um das einmal gesagt zu haben, diesem Aufsatz trotzdem nicht zustimmen. Ich kenne einige Frauen, die trotz Pille schwanger wurden. Dann sollen die noch zusätzlich Kondome benutzen oder einfach keinen Sex haben, wenn sie nicht schwanger werden wollen. Punkt aus Ende. Wir haben doch alle die Wahl. Hä? Keiner zwingt dich dazu, Sex zu haben. Ich finde, einige... Und wenn du unverhüteten Sex hast und jemand schwanger wird, dann musst du Verantwortung übernehmen. Ich auch. ...darin, besonders die Schlussfolgerung, absolut fragwürdig. Aber
Es ist eben auch nur ein einziger älterer Aufsatz von zwei Ethikern, die sich einfach mal ein bisschen Gedankenexperimente im etwas abgereisteren Spektrum gemacht haben. Und das ist für mich persönlich keine Grundlage für eine ausgewogene oder faire Diskussion. Vor allem, wenn man mit diesem Aufsatz so undifferenziert eine Passantin konfrontiert, die weder die Hintergründe kennt, noch den Aufsatz gelesen hat, noch überhaupt in irgendeiner Art und Weise Experte auf diesem Gebiet ist. Beim Zuschauer scheint dieses Framing aber trotzdem zu wirken. Das hier ist einer der Top-Kommentare unter dem Video. Wenn ich überhaupt schon höre, dass eine Abtreibung nach der Geburt diskutiert wird, verliere ich langsam echt den Glauben an die Menschheit. Einfach krank. Danke für deine Videos. Mach weiter so. Und hier sieht man halt, wie wunderbar es geklappt hat, diesen einzelnen Aufsatz von 2013 zu nutzen, um Menschen aufzuwiegeln. Also ich kann ja jetzt auch sagen, oh, also 2018, da hat ein Forscher der University of Oxford, der es anscheinend witzig fand, untersucht, was passieren würde, wenn die Erde durch ein gleiches Volumen dicht gepackter, aber unkomprimierter Blaubeeren ersetzt würde. Also wenn ich das überhaupt schon höre, dass das mit den Blaubeeren überhaupt diskutiert wird, also da verliere ich ja langsam echt den Glauben an die Menschheit, einfach krank. Ihr versteht den Vergleich hoffentlich. Kapitel 3. Doppelmoral ist das einfache Wort für das, was ich im Folgenden anhand von Beispielen aufzeigen möchte. Vielmehr geht es eigentlich um Logiklöcher, die mir in der Argumentation besagter Influencer auffallen. Als Doppelmoral bezeichne ich es deshalb, weil konsequente Logik von jenen YouTubern meiner Auffassung nach immer nur dann angewendet wird, wenn es der eigenen, meist stark rechtskonservativen Position zuträglich ist. Oft werden sehr stark... Aber das macht ihr doch alle. Das macht doch jeder in der Öffentlichkeit so. Du hast eine gewisse Meinung. Es sind ja auch keine Journalisten so, ne, die neutral berichten müssen. Die haben eine gewisse Meinung, die haben eine Agenda. Jeder hat eine Agenda auf eine gewisse Art und Weise. Außer die NPCs, die einfach nur das erzählen, was das aktuelle Narrativ ist. So. Aber jeder hat eine Agenda. So. Und wenn ich ein Video mache und ich bin überzeugt davon, also ich selber persönlich sehe, dass für mich zum Beispiel Abtreibung nicht geht. Ich glaube nicht daran, ich finde es nicht gut, außer in vielleicht ein, zwei Ausnahmefällen. So, ne? Und ich mache ein Video darüber, dann ist ja klar, dass das auf eine gewisse Art und Weise geframed ist. So. Macht ja jeder YouTuber. Machst du jetzt hier auch gerade, weißt du? Versuchst ja auch alle davon zu überzeugen, dass das Ketzer der Neuzeit und ein Gollan irgendwie extrem rechte YouTuber sind, die uns manipulieren. Steht ja im Titel drin, wie euch rechte Influencer manipulieren. Und so. Weiß ich nicht. Missen für die anderen gesetzt, die dann aber später für die eigene Argumentation nicht mehr gelten. Was meine ich damit? Hier mal ein konkretes Beispiel, wir bleiben beim Thema Abtreibung. Im Video Eure Kinder werden queer, /Abtreibung, ist ein Gollan auf dem Marsch des Lebens, also einer Demonstration von Pro-Life-Aktivisten. Die sind größtenteils gegen Abtreibung. Als Zuschauer wird auch schnell klar, dass ein Gollan und ihr Kollege mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit... Ich nehme seit meinem 19. Lebensjahr keine Pille, bin eh nur... in Beziehungen gewesen und es gibt andere Wege zu verhüten. Wäre eine Schwangerschaft ungewollt passiert, wäre das Kind willkommen gewesen, ob mein Partner gewollt hätte oder nicht. Stark, Mercedes. Die Ansicht fühle ich extrem von dir. Du nimmst Verantwortung und sagst, ey, ich versuche auf jeden Fall zu verhüten. Ich habe nur Sex in ernsthaften Beziehungen und wenn was passiert, dann übernehme ich die Verantwortung so. Weißt du? Genau so denke ich auch. So. Und ich sollte auch nur noch mit Frauen schlafen, die auch so denken, sag ich dir ehrlich. Weil ich will das nicht nochmal erleben. Mit diesem Abtreibungsthema so. Es macht mich fertig. Es nimmt mich mit. Weil ich merke, dass ein Leben getötet wird. Die Ansicht teilen, dass Abtreibung eben nicht gut sei. Dies stützen sie unter anderem auf den christlichen Glauben, aber auch auf die Idee, dass Abtreibung Mord ist. Jetzt gibt es ja hier viele Christen, die dann sagen würden, ja, aber dann sollte man vielleicht vorher drüber nachdenken sollen, mit wem man dann eine sexuelle Beziehung... Sascha hier kommt jetzt mit einem komplett anderen Argument, ohne dass er zu dem, was ich vorher gesagt habe, überhaupt irgendwas gesagt hat. So. Beim Thema Meinung oder Doppelmoral, die Religion sagen, du darfst nicht töten, ist Krieg. Dann kriegst du dafür einen Orden. Meine Frage ist, ist das nicht Doppelmoral? Okay, was haben Religionen damit zu tun, wenn Länder Krieg führen? So. Und ja, ich weiß, dass viele Leute zum Beispiel, die Europäer, die damals nach Amerika gegangen sind und die Indianer da drüben ausgerottet haben, haben das teilweise mit dem Segen von irgendwelchen Glaubensführern gemacht. So. Aber nur weil die sich Glaubensführer nennen, heißt es noch lange nicht, dass die Glaubensführer sind und dass die nach der Ethik und Moral leben, die Jesus gepredigt hat. So. Weil die tun das nicht. Jesus sagt, du sollst nicht töten. So. Und deswegen ist das nicht gerechtfertigt mit der Religion. Es sind einfach Menschen, die das so auslegen, wie die möchten, um das zu ihrem Vorteil zu nutzen. Das hat nichts mit dem Ursprung von dem zu tun, was Jesus zum Beispiel gepredigt hat. So.
Deswegen, ja, keine Ahnung, Bro. Du vermischt ganz viele Sachen miteinander so. Vermischt ganz viele Sachen miteinander. Ich glaube, jeder Mensch, der spirituell ist, egal welche Glaubensrichtung er angehört, jeder Mensch, der spirituell ist, weiß ganz genau, dass Töten nicht erlaubt ist, Lügen nicht erlaubt ist, Menschen zu hintergehen und diese ganzen Sachen. Also die 10 Gebote halt einfach so. Weißt du, wie ich meine? Und wenn du wirklich echt spirituell bist, dann partizipierst du dabei auch nicht. Und eine Verbindung eingeht, wo dann ein Kind stehen kann. Aber ihr würdet dann kein schlechtes Gewissen haben, wenn das Kind dann, wenn ihr das Kind irgendwo umbringt? Fakt ist, ob wir es uns jetzt sagen. Sascha sagt gerade, meine Frage ist, wann ist Töten okay und wann nicht? Töten ist nie okay. So. Oder nicht, irgendwo bringen wir dann wahrscheinlich doch das Kind um, weil es hätte ja dann auch irgendwann ein echtes Lebewesen, ein Mensch sein können. Alleine über diese Grundannahme kann man definitiv streiten. Ich sehe das komplett anders. Das ist aber in diesem Fall hier gar nicht mein Punkt. Wenn ein Golan jetzt logisch konsequent wäre, dann würde sie diese Grundannahme und dieses Argument jetzt für jegliche Art von Schwangerschaft anwenden. Tun sie und ihr Kollege aber nicht. Können jetzt sagen, okay, ich bin pauschal gegen Abtreibung, ist bei mir auch erstmal so, aber ich glaube, man sollte schon noch Luft lassen für 1-2 Ausnahmefälle. Ja, also wenn ich mir jetzt als Frau vorstelle, okay, ich... Das ist jetzt schlimm, oder was? Das ist genau meine Meinung, was ein Golan sagt gerade. Ich würde jetzt vergewaltigt werden, also so für das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte. Und daraus wird dann sogar im schlimmsten Fall noch ein Kind entstehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffen würde. Ja, und da muss man vielleicht... Ja, ich muss sagen, ich bin generell auch gegen die Abtreibung, aber in so einem seltenen Fall wie... Darf man jetzt nicht mehr sagen, ich bin generell gegen Abtreibung, aber es gibt Ausnahmefälle, wo ich bereit wäre, also wo ich sage, okay, krass, kann ich nachvollziehen. Eine Vergewaltigung, da wüsste ich auch nicht, wie ich als Frau reagieren soll. Wahrscheinlich könnte ich es dann am Ende doch nicht übers Herz bringen, aber naja, so ist es. Das macht logisch einfach keinen Sinn. Digga, was laberst du, Alter? Was redet die da? Die sagt, man muss immer total absolut sein. Man darf nicht... Es ist doch schon gut, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, du bist jetzt jemand, der jeden Tag Fleisch isst und irgendwie aber damit so Probleme hat und sagt, ey, ich will gar nicht dafür verantwortlich sein, dass so viele Tiere, Massentierhaltung und so, dies, das. Ich mache jetzt, esse jetzt nur noch 2-mal die Woche Fleisch. Das darf ich jetzt nicht machen, oder was? Also ich darf jetzt nicht sagen, ey, ich will 2-mal die Woche weniger oder ich will ein paar Mal die Woche weniger Fleisch konsumieren, weil ich das Gefühl habe, es tut mir nicht gut. So. Wir sind doch alle nicht perfekt, wir sind doch alle Menschen. Keiner ist perfekt. Wir können nur versuchen, das Richtige zu tun. Und sagen, generell würde ich das und das empfehlen. Also du kannst nicht in deiner Argumentation immer dich auf das gottgegebene Kind berufen, dessen Abtreibung Mord sei und das alles als Prämisse nutzen, warum eine Frau eben nicht entscheiden darf, selbstständig abzutreiben. Dann aber sagen, ja Moment mal, aber wenn das Kind durch eine Vergewaltigung entstanden ist, ja dann sollte man das doch können. Warum ist es dann kein Mord mehr? Das Kind kann ja in der Theorie nichts für die Vergewaltigung. Warum steht die Entscheidungsmacht der Frau jetzt in diesem Fall doch wieder über dem gottgegebenen Leben des Kindes? Also versteht ihr, was ich meine? Ich teile diese beiden Prämissen nicht von gottgegeben und Mord. Aber wenn man diese Prämissen als Grundannahme hat, dann ist danach zu sagen, ja Moment, immer bei Kindern, die durch Vergewaltigung entstanden sind, ist es anders. Logisch, komplett inkonsequent. Und wir sind alle logisch inkonsequent. Wir sind Menschen. Es ist logisch. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Konsequenter zu sagen, was auch ich sagen würde, nee, Abtreibung ist nämlich kein Mord. Und daher darf man alle Schwangerschaften bis zu einem gewissen Zeitraum, beziehungsweise... Das ist jetzt... Und jetzt sollen wir alle so denken wie du, ne? Jeder soll... Dein Weltbild ist das perfekte Weltbild, was jeder annehmen soll. Entwicklungsstand des Embryos oder der Zellen abtreiben. Das ist Narzissmus, Digga. Ich schwöre dir, das ist Narzissmus gerade. Weiteres schönes Beispiel finden wir in diesem Clip. Hier geht es um Transpersonen, deren Lebenssituation mit denen von Magersüchtigen verglichen wird. Ja, ich finde, jetzt kommt zwar hart, aber irgendwo fair, nämlich mit Magersucht. Du hast eine psychische Störung, wo du sagst, okay, du bist viel zu dünn, obwohl du 43 Kilo wiegst und sagst jetzt, okay, ich muss unbedingt Fett verlieren. Dann müsste man jetzt sagen, ja, okay, du identifizierst dich als noch dünner, so nach dem Motto. Dann können wir dir jetzt eine Fettabsaugeoption anbieten. Das würde man natürlich nicht machen. Und genauso ist es ja auch bei Menschen, meiner Meinung nach, mit einer Geschlechtsidentitätsstörung. Dieser Vergleich ist halt auch logisch überhaupt nicht stringent, zumindest wenn wir den aktuellen Stand der Wissenschaft zu Rat ziehen. Zunächst einmal ist eine der Prämissen falsch. Also eine magersüchtige Person hat eine Essstörung und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine Wahrnehmungsstörung, was den eigenen Körper betrifft. Betroffene Personen sehen sich eben häufig dicker, als sie in Wirklichkeit sind. Bei einer Transperson hingegen ist die Wahrnehmung des eigenen Körpers meist nicht gestört in dem Sinne, als dass sie ihren Körper anders wahrnehmen, als er ist. Im Gegenteil, gerade bei Personen mit Geschlechtsdysphorie wird ja ganz klar wahrgenommen, dass man zum Beispiel ein Geschlechtsteil besitzt, mit welchem man sich nicht wohlfühlt. Hinzu kommt, dass auch die Konsequenz der beiden im Video verglichenen Situation nicht gleich ist. Wird einer magersüchtigen Person noch zusätzlich Fett abgesaugt, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass diese Person durch diesen Eingriff stirbt. Wird eine Geschlechtsangleichung bei einer Transperson vorgenommen, ist dieses Risiko alleine durch die OP schon mal deutlich geringer. Und es gibt auch eine hohe Zahl an vermutlich richtig diagnostizierten Transpersonen, die nach dieser Operation eine extrem verbesserte Lebensqualität verspürt. Und es gibt einige Personen, die sich, und viele, viele einige Personen, die sich nach so einer Transition
nach Jahren selbst das Leben nehmen, weil sie nicht mehr zufrieden sind. Gibt's auch. Kannst du auch miterwähnen. Man kann jetzt natürlich wissenschaftlich auch... Die sucht doch auch nur, das ist genau das gleiche Framing, was die denen vorwirft. So. Die sucht auch nur Argumente gegen die Aussagen von denen, versucht die so hinzustellen, als ob die, ja, versucht die zu diffamieren im Endeffekt, so, weißt du? Und sucht dafür Argumente und lässt die andere Seite komplett dabei außen vor, so, weißt du? Das ist keine neutrale Aufarbeitung der Sache. Hier reingehen genauer ins Thema und darüber diskutieren, wie ist das eigentlich bei Geschlechtsangleichung? Das haben wir jetzt noch nicht so lange. Gibt es da Langzeitstudien? Gibt es da vielleicht auch Komplikationen, Probleme oder Herausforderungen? Man kann auch über Fehldiagnosen reden und so weiter. Das darf man diskutieren, natürlich. Aber dieser einfache Vergleich mit Magersucht, sorry, der hinkt. Und gerade wenn man sich die aktuelle Lage der Wissenschaft anguckt, dann würde ich sogar behaupten, der hinkt komplett. Also der ist falsch. Kapitel 4, Spaltung. Konservativ zu sein. Das ist in erster Linie etwas Wertneutrales, wenn man das so sagen kann. Es ist eben eine Weltanschauung, die stark an Tradition und der Bewahrung der gewohnten gesellschaftlichen Ordnung interessiert ist. Im Volksmund bezeichnet man diese konservative politische Einstellung auch gerne als rechts, weil eben diese Art Parteien, vereinfacht gesagt, meist auf der rechten Seite des Parlaments sitzen. Das war zum Beispiel schon früher in Frankreich so. Meiner Meinung nach ist es völlig okay und absolut legitim, wenn sich Menschen über ein gewisses Thema Gedanken machen und dann zu dem Schluss kommen, dass sie diesbezüglich konservative Ansichten haben. Wo es für mich... Ja, so, rechts heißt auch eigentlich nur konservativ, ist so. Wird halt bei uns in Deutschland immer in diese Nazi-Ecke reingesteckt, leider. Komisch wird, ist, wenn das konservative Weltbild vorbestimmt, welche Gedanken man zu einem gewissen Thema haben wird. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ich führe es nochmal aus. Wisst ihr, dieser Part des Videos ist jetzt wirklich nur private Meinung. Als ich die ersten Clips vom Ketzer der Neuzeit und von Ein Gollan in die Timeline gespült bekommen habe, also diese viralen, die ich euch am Anfang gezeigt habe, die ich ja auch in Teilen witzig fand, da habe ich gedacht, okay... Das kann jetzt in zwei Richtungen gehen. Entweder das sind junge, erwachsene Leute, die wirklich richtig kritisch eigenständig denken und somit die ein oder anderen logischen Fehlschlüsse von woken Ideologien aufdecken. Was? Facts. Genau das sind die doch. Generell wunderbar ist, kritisch denkende Menschen, die auch logisch konsequent handeln, das ist eine tolle Bereicherung für den Diskurs. Oder aber, das könnte jetzt auch passieren, wenn ich mir die Videos von denen genauer angucke, es sind vielleicht einfach nur Ideologen von der anderen Seite. Also bist du schon extrem voreingenommen in die Richtung, also in die Recherche reingegangen, sah? War? Du wolltest dich schon auf jeden Fall in eine Schublade reinstecken. In den USA gibt es, vereinfacht gesagt, seit weit über 100 Jahren zwei politische Lager, da dort in der Praxis aufgrund des Wahlsystems quasi nur zwei politische Parteien um die Mehrheit konkurrieren und darum kämpfen, wer den Präsidenten stellt. Die Democratic Party auf der einen Seite, die Republican Party auf der anderen. Dementsprechend ist es in den USA häufig so, auch natürlich total vereinfacht gesagt, dass sich die beiden Parteien der Democrats und Republicans in ihren Ansichten konträr gegenüberstehen. Denn wenn die eine Partei die eine Meinung zu Thema XY abbildet, dann ist es ja einfach nur sinnvoll, dass die andere Partei sich um die Wählerstimmen der gegenteiligen Meinung bemüht. Manche gehen sogar so weit zu sagen, dass CNN und Fox News genau diese beiden politischen Lager medial nochmal reproduzieren und verstärken. Und das alles bildet sich natürlich auch in der Gesellschaft ab. Es gibt stark progressive Strömungen, welche in Wokeness gipfeln können und wiederum stark konservative Strömungen, welche in Anti-Wokeness gipfeln. Und es gibt noch normale Menschen, die einfach bei manchen Themen auf der Seite sind, bei manchen, die sich einfach ihre eigene Meinung bilden und denen egal ist, in welche Seite sie reingeframed werden, weil sie einfach eine eigene Meinung haben. Zeichne ich die beiden Seiten hier. Mal. Für mich wären extrem konservative Ansichten von US-Amerikanern beispielsweise die radikale Ablehnung von Abtreibung jeglicher Art, das Verfechten von Fleischkonsum um jeden Preis. Das ist auch nicht, stimmt nicht. Ich kenne Konservative, die vegan sind. So. Also, Missbilligung von Ehe und Familie. Immer dieses fucking, ich muss jeden in irgendeine Schublade reindrücken. Homosexuelle Paare, der Protest gegen Veränderung der Sprache oder das Hochhalten von Tradition und Religion. Da komme ich jetzt auch nicht einfach so drauf. Das ist einfach, wenn man sich ja zum Beispiel republikanische Politiker in den USA anguckt, was die öfter sagen und wie die zu gewissen Themen stehen. Und auf der anderen Seite, wenn man sich Democrats... Framing. Wie die eher zu gewissen Themen stehen. So, warum mache ich überhaupt diesen ganzen Exkurs? Worauf will ich hinaus? Wenn jetzt jemand in Deutschland... all diese amerikanischen Right-Wing-Ansichten oder ein Großteil dieser Ansichten wie eine Blaupause übernimmt, dann hat das für mich immer ein ganz komisches Geschmäckle. Wisst ihr, auch ich sehe zum Beispiel Dinge wie das Gendern kritisch oder halte nichts von Frauen- oder Diversitätsquoten in Unternehmen. Das könnte man als konservative Ansichten bezeichnen. Auch wenn ich persönlich der Überzeugung bin, dass ich meine Position hierzu rational und liberal begründen könnte. Auf der anderen Seite halte ich zum Beispiel überhaupt nichts von diesem übermäßigen Fleischkonsum, den es in unserer Gesellschaft gibt. Und ich bin auch der Meinung, dass Frauen bis, ja, zumindest irgendwie ungefähr der 14. Woche uneingeschränkt das Recht auf Abtreibung haben sollten. Und ich glaube,
ich bin damit nicht alleine. Also nicht mit diesen konkreten Ansichten zum Thema Abtreibung oder whatever. Nein, nein. Aber ich glaube, in Deutschland gibt es sehr, sehr viele Menschen, die bei dem einen Thema eher konservative Ansichten und bei dem anderen Thema eher progressive Ansichten haben. Ja, wie ein Mensch halt, ja. Und das überhaupt politisch so einordnen will. Denn wie gesagt, man kann auch durch... Ich bin auch überzeugt davon, dass Leo auch teilweise Ansichten hat, die jetzt nicht konservativ sind oder rechts. Dinge zu einer politischen Einstellung, zu einem Thema kommen. Außerdem haben wir in Deutschland zum Beispiel Luxus, zwischen mehr als zwei Parteien wählen zu können. Und Reporter ohne Grenzen in der Rangliste der Pressefreiheit. Ja, Digga, reicht jetzt auch, glaube ich, ne, mit dem Video. Keine Ahnung, irgendwie... 24 Plätze vor den USA. Was ist das Problem, was ich bei Kanälen wie den eben kritisierten sehe? Das Problem ist, sie locken mit logischen und witzigen Videos. Man kann nämlich zum Beispiel die Wokeness zu Recht als Ideologie enttarnen, Widersprüche aufzeigen oder absurde Auswüchse dieser Theorien ins Lächerliche ziehen. Allerdings gehen diese Creator meiner Auffassung nach weiter, so dass am Ende, so empfinde ich das, jegliches Streben nach weniger Sexismus, nach weniger Diskriminierung und nach mehr Vielfalt als irgendwie lächerlich abgetan wird. Darüber hinaus werden Ideen geteilt, die genauso logisch inkonsistent sind wie jene, die sie in anderen Clips auf der Woken-Seite scharf kritisieren und enttarnen. Sofern sich die Ideen und Theorien aber im rechtskonservativen Spektrum befinden, wird auf einmal mit viel weniger Rationalität, mit viel weniger Logik oder Wissenschaftlichkeit gemessen und meistens auch viel mehr Framing angewendet. Was mich persönlich vermuten lässt, dass die guten Argumente gegen Woke vielleicht nur gut auswendig gelernt sein könnten. Denn ganz ehrlich, wer kognitiv dazu in der Lage ist, und das ist ein hohes Niveau, ein Logikloch in der Debatte um Gender wirklich ad hoc in dem Moment zu enttarnen, der... Ja, du hast ein krass hohes Niveau, du bist die krasseste, ich schwöre dir. Was du erzählst, ist immer richtig. Deine Aussagen sind immer konsequent und immer konsistent und es ist immer perfekt. Eigentlich auch in der Lage sein zu verstehen, dass es eben nicht exakt das gleiche ist, einer magersüchtigen Person Fett abzusaugen oder einer Transperson eine geschlechtsangleichende OP zu ermöglichen. Ich habe es in meiner Zeit erstmal gesagt und ich werde es auch heute wieder sagen. Die Alternative zu Woke ist nicht rechts oder anti-woke. Die Alternative zu woken und zu anti-woken Ideologien sind Wissenschaftlichkeit, Rationalität und wirklich ergebnisoffener Diskurs. Lösungsvorschlag. Bitte geht jetzt nicht hin und hatet blind unter den von mir besprochenen Profilen. Erstens, das habe ich auch schon am Anfang gesagt, sind es zwei stellvertretende Beispiele von ganz, ganz vielen. Und zweitens haben wir uns ja eben damit beschäftigt, dass man jede Aussage, jede These und jede Äußerung einzeln bewerten kann und sollte. Mein Wunsch ist immer, dass ihr als meine Community versucht, medienkompetent zu bleiben und euch nicht von irgendwelchem Lagerdenken beeinflussen lasst. Dass ihr aufmerksam werdet, dafür zu verstehen, welche... Ja, ist eine gute Sache. ...eine Person hat und welche Schlüsse sie daraus zieht. Ob diese Schlüsse logisch oder unlogisch sind und ob ihr diese teilt oder nicht, je nachdem, welche Annahmen ihr habt. Obwohl das hier keine Verdachtsberichterstattung ist und ich das juristisch nicht machen müsste, habe ich einen Gollan und Ketzer der Neuzeit, wie auch dem Magazin Royal... Aber vielleicht ist das auch deren... Also vielleicht machen die das ja auch genauso. Weißt du, vielleicht bilden sie sich ihre eigene Meinung, machen dann Videos darüber und versuchen dann ihre Meinung auf jeden Fall rüberzubringen in dem Video. Und das auch natürlich hat das eine gewisse Beeinflussung. Wenn du eine Einzelperson bist, die einen YouTube-Kanal führt und du hast eine spezielle Meinung und gehst dann mit dieser Meinung auf die Straße und versuchst Leute zu befragen, dann ist es natürlich in die Richtung beeinflusst, was deine Meinung ist. Das ist normal bei einzelnen YouTubern so. Deswegen sind es ja keine Journalisten oder irgendwelche Zeitungen oder so, wo das auch stattfindet, aber so getan wird, als ob es nicht so ist. Das sind ja offizielle einzelne YouTube-Kanäle von einzelnen Menschen, die eine Meinung haben, so. Weißt du? Ich verstehe das, Problem nicht so richtig irgendwie. Die Möglichkeit gegeben, zu einigen der wichtigsten Aussagen in diesem Video Stellung zu beziehen. Die Antwort von Ketzer der Neuzeit blende ich euch jetzt ein. Ihr seid frei, das Bild anzuhalten und das Ganze zu lesen. Ein Gollan hat mir nicht geantwortet. Wenn ihr jetzt noch was zu diesem Thema loswerden wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, aber bleibt rational. Das überlege ich mir noch zweimal, ob ich noch ein Video von ihr anschauen soll. Sage ich dir ehrlich. Irgendwann mal in Zukunft. Das war schon ziemlich anstrengend. Freunde, ich küsse eure Zirbeldrüse. War auf jeden Fall eine spannende Recherche hier. Ihr könnt ja den Ketzer der Neuzeit-Text könnt ihr euch ja selber reinziehen. Ein Video ist natürlich, Originalvideo ist natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Ich liebe euch. Gebt euch böse. War eine anstrengende Reaktion, sage ich euch ganz genau so, wie es ist. Aber ja, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ich liebe euch. Bis dahin. Peace out.